Es ist wieder soweit, Weihnachten naht. Dieses Jahr möchten wir Plätzchen mit der Form unseres neuen 44er. Als ersten Schritt arbeiten wir die Konturen des Porsches mit einer roten Randlinie heraus. Figuren schneiden wir nun aus dem Papier aus. Kleben die Silhouette des Porsches auf ein Stück Kuchenholz. Mit der Dekorationssäge sägen wir das Profil des 944er aus dem Holz. Das Blech stammt aus dem Rest dieser Dachrinne. Wir schneiden einen Streifen in der Breite des Buchenholzes vom Blech ab und biegen das Blech um die Form aus dem Buchenholz. Die Rundungen und Kanten brauchen spezielle Formen. Nicht gut. Perfekt. Den Spoiler der Turbo-Version haben wir auch gleich mit integriert. So, nun verlöten wir noch den Spoiler. And for our American friends, this soldering iron is older than the United States of America. Fertig ist die Figur für den Porsche. Um allzeit eine gliederfreie Fahrt für unser Porsche-Stecheisen zu gewährleisten, bekommt es nun noch eine Verstärkung. Von der Werkstatt in die Küche. Sauberkeit ist das Wichtigste, wie mein Freund Peter Ludolf immer sagt. Als erster Test für unsere neue Porsche-Figur machen wir ein paar Dekoplätzchen aus Salzteig. Hierzu nehmen wir eine Tasse Salz, zwei Tassen Mehl. Das Wasser geben wir langsam hinzu. Salz drin, um eine halbe Autobahn zu entsalzen. Deshalb hat der Rest von Deutschland auch kein Salz mehr. Wir prüfen die Dicke des Teiges. 6 mm ist sehr gut. Schön langsam ausstechen, ein bisschen rütteln und vorsichtig hochnehmen. Der nächste Porsche ist fertig. Wir backen die Plätzchen bei 50 Grad und Umluft. Backofen mit den kleinen Porsches. Die Plätzchen werden von einer Künstlerin einzeln per Hand bemalt. An Heiligabend darf ich nicht in die Werkstatt, also müssen die Plätzchen in der Küche gebohrt werden. Die kleinen Porsches machen sich wunderhübsch an unserem kleinen Weihnachtsbaum. Weihnachten naht, nun müssen wir auch die süße Version unserer Weihnachtsplätzchen. Echte badische Butterbackes, hierzu nehmen wir 4 Eier. Ganz wenig Butter, wir wollen ja nicht dick werden. So, noch einer für die harten Arbeiter. 500 Gramm Zucker. Und verrühren erstmal diese Masse. Da wir die Plätzchen für uns machen, können wir auch Butter nehmen. Für Gäste nimmt man normalerweise Margarine im Schwäbischen. Wird der Teig etwas dick. Die Maschine hat zu wenig Power, also Muskelkraft. Hat den Vorteil, dass zu Weihnachten die Hände auch mal schön sauber sind. Das
ganze Porsche-Fett geht nun in die Weihnachtsplätzchen. Der Teig kommt über Nacht in den Kühlschrank und morgen an Heiligabend können wir frische Plätzchen backen. Hierzu brauchen wir wieder spezielle Instrumente. Wir stechen die 944er aus. Ein ganzes Backblech voller kleiner 944er Porsches. So, jetzt sind unsere Plätzchen fertig. Ein Blech raus und das nächste rein. Unsere kleinen 944er sind fertig. Guten Appetit. Lecker. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.